Mal herzlich willkommen heute Morgen zu unserem Webinar Grenzenwert zahlen oder nicht zahlen. Mein Name ist Patrick Kühne, ich bin System Engineer bei WithSecure und werde Ihnen heute auch ein wenig über meinen Alltag quasi erzählen und ein paar Angriffen, die ich im Nachgang mit begleiten konnte. Zunächst einmal zur Übersicht. Ich habe das ein bisschen aufgegliedert, angefangen mit, wie funktioniert ein Ransomware-Angriff überhaupt, dann welche Risiken bestehen denn, wenn man einen Angreifer bezahlen würde oder wollte. Muss man einen Angriff melden, also auch rechtliche Aspekte und was kann man überhaupt tun, wenn man einen Angriff bemerkt? Und natürlich auch, was kann man präventiv tun, um einen Angriff von vornherein etwas unwahrscheinlicher zu gestalten. Und dann habe ich noch das Fallbeispiel, das habe ich hier ACME genannt. Natürlich in dem Hintergrund, dass wir natürlich nicht mit echten Kundennamen hier arbeiten wollen. Aber das sind dann in diesem Beispiel wirklich Dinge, die bei verschiedenen Kunden so passiert sind. Gut, fangen wir an. Wie funktioniert ein Ransomware-Angriff überhaupt? Zunächst einmal, der Angreifer hat sie quasi ausgewählt. Und nun wird er entweder mittels Social Engineering oder einer von außen nutzbaren Schwachstelle in Ihrem Netzwerk versuchen einzudringen. Das wird er auch irgendwie schaffen, können Sie von ausgehen. Wenn er dann drin ist, schaut sich der Angreifer erstmal um und verschafft sich Administratorenrechte. Anschließend wird der Angreifer sich innerhalb Ihres Netzwerks einen Überblick verschaffen und mögliche Angriffsszenarien erarbeiten und vor allen Dingen auch vorbereiten. An dieser Stelle zieht der Angreifer gegebenenfalls auch interne Daten ab, um sie damit später zusätzlich erpressen zu können. Ein gutes Beispiel ist da momentan Continental. Man hat vor kurzem, vor ein paar Tagen festgestellt, dass wohl 40 Terabyte Daten abhanden gekommen sind. Komme ich aber nachher im Fazit auch nochmal drauf zu. Möglicherweise wird der Angreifer sich jetzt ein System suchen, welches netterweise von irgendwelchen lästigen Protection Tools verschont wurde, also keinerlei Endpoint Protection oder ähnliches drauf ist und von dort in aller Gemütlichkeit die Verschlüsselung über das Netzwerk starten. Und wieder mal Glückwunsch, Sie wurden jetzt gehackt und in aller Regel dann auch verschlüsselt. Jetzt bekommen Sie auch einen freundlichen Hinweis von dem Angreifer, dass Ihre Daten verschlüsselt wurden, aber er gegen eine geringe Gebühr, in der Regel so zwischen 10 und 40% des Jahresumsatzes, überlässt Ihnen der Angreifer dann gerne den Schlüssel, um Ihre Daten wieder entschlüsseln zu können. Dass das natürlich nicht die schönste Situation ist, kann sich, glaube ich, jeder vorstellen. Was sind nun also die Risiken, wenn ich einen Angreifer bezahle? Nun, zuerst einmal möchten Sie wirklich demjenigen vertrauen, der Sie gerade angegriffen hat. Es gibt absolut gar keine Garantie, dass Sie A, Ihre Daten zurückerhalten, die Entschlüsselung der Daten funktioniert oder dass Sie überhaupt den Schlüssel erhalten. Außerdem gibt es dann nicht immer noch die Gefährdung, dass auch die erbeuteten Daten immer nochmal verwendet werden könnten, um dort nochmal nachzufordern, nochmal von Ihnen Geld haben zu wollen. Diese sensiblen Daten könnten die Angreifer auch verkaufen. Baupläne, Source Code, Strategieunterlagen und so weiter und so fort werden in vielen, vielen Fällen einen Abnehmer finden. Das ist meistens für andere Unternehmen, Konkurrenten eventuell über eine günstigere Art an wirklich sehr sensible Daten zu kommen. Oder auch ein einfaches Veröffentlichen von Daten an die Allgemeinheit, einfach online stellen, ist natürlich auch sehr gefährlich, kann sehr geschäftsschädigend sein. Und dementsprechend ist das natürlich auch keine tolle Geschichte für den Angegriffenen. Außerdem haben Sie auch keine Garantie, dass der Angreifer Sie nicht direkt wieder angreift. Er hat ja quasi sein Türchen schon drin. Und es kommt recht häufig vor, dass sich die Angreifer beispielsweise per Golden Ticket-Attacke Zugang zu ihren Systemen verschaffen, sprich ihr AD quasi übernehmen und sich jederzeit neue Accounts erstellen können. Das bedeutet dann letzten Endes auch, selbst wenn Sie bezahlen sollten, müssen Sie davon ausgehen, dass Ihre komplette IT-Infrastruktur komplett von null neu aufbauen sollten. Das ist auch eines der größten Faktoren, die dann richtig teuer werden können, weil das ist natürlich nicht so einfach. Kommt im Beispiel auch nochmal speziell drin vor. Was muss man nun machen, wenn ich angegriffen wurde?
muss ich das melden? Das ist ein ganz, ganz heikles Thema. Ja, natürlich müssen Sie es melden, wenn Personendaten bezogene Daten nach Artikel 33, 34 der DSGVO betroffen sind. Hier auch nochmal ein Hinweis. Im letzten Monat hat mein Kollege Rüdiger Trost zusammen mit Herrn Rechtsanwalt Solmecke dazu ein Webinar gehalten. Das ist dann nachher auch in den Unterlagen verlinkt. Da kann ich nur empfehlen, da mal reinzuschauen. Da geht der Rechtsanwalt Solmecke doch mal ganz genau drauf ein. Selbstverständlich müssten Sie aber, wenn jetzt personenbezogene Daten betroffen sind, die Meldung an die Aufsichtsbehörde durchführen und gegebenenfalls auch an die betroffenen Personen. Für Betreiber von kritischen Infrastrukturen müssen Störungen dem BSI gemeldet werden. Das ist auch ganz wichtig. Und das gilt auch für Betreiber von digitalen Diensten. Was mache ich jetzt aber, wenn ich den eigentlichen Angriff bemerke? Das Erste ist, Sie sollten Ruhe bewahren. Kopflose Hühner helfen einem schlichtweg nicht weiter in dieser Situation. Man sollte auch kein Lösegeld zahlen. Die genannten Gründe haben wir eben schon gesehen. Man sollte den Angriff technisch trockenlegen, also dafür sorgen, dass der Angreifer keinen Zugriff mehr hat. In der Regel heißt das Netzwerk down und zumindest nach außen hin down und dann intern an die eigentliche ja, Aufarbeitung dieses Angriffs gehen. Dazu werden Sie gegebenenfalls technische Unterstützung durch Profis brauchen. Das heißt, Sie müssen eventuell Forensiker haben, Sie müssen IT-Security-Profis haben und Sie werden wahrscheinlich auch Ihre IT noch Unterstützung ranschaffen müssen in Form von Dienstleistern oder ähnlichem. Ich rate auch ganz stark dazu, Anzeige zu erstatten. Hier geht es darum, dass Sie natürlich auch rechtlich im sicheren Boot sind. Wenn Sie Anzeige erstattet haben, haben Sie auch schon mal in der Richtung was getan. Inwiefern dabei was rauskommt, ist da erstmal nebensächlich. Es gibt aber auch Fälle, wo was rausgekommen ist. Und dafür ist es natürlich notwendig, dass auch entsprechende Anzeigen erstattet wurden. Dann natürlich, wie eben schon mal kurz besprochen, die gesetzlichen Meldepflichten beachten. Ganz, ganz wichtig. Und falls Sie eine Cyberversicherung haben, sollten Sie diese natürlich auch informieren. Damit kommen wir dann zu den präventiven Maßnahmen. Was kann ich denn tun, um es überhaupt zu verhindern, dass der Angreifer reinkommt? Da natürlich ganz klar, die Endpoint Protection sollte da sein, als absolute Basis. Die wird bei dem aktiven Hacker, der in das System eindringt, nicht so viel ausrichten können. Sie macht ihm aber das Leben etwas schwerer. Ein Schwachstellenmanagement, um ihm erstmal gar nicht die Angriffsfläche zu bieten. Und nicht nur das Management haben, sondern auch nutzen. Das heißt, gibt es dort Sachen, die gepatcht werden sollten, dann tun Sie das auch, und zwar zeitnah. Ein gutes Firewall-Konzept, Corporate Firewall, interne Firewalls auf den Systemen und so weiter und so fort. Da einhergehend dann auch eine Netzwerksegmentierung beispielsweise. In einem produzierenden Betrieb mit Produktionsmaschinen beispielsweise würde ich dann empfehlen, dass man diese zum Beispiel in ein eigenes Netzwerksegment steckt, um dort einfach auch einen Übersprung von Malware, von Angreifern zumindest zu erschweren. User Rights Management ist ein ganz großes Thema. Das ist leider was meiner Erfahrung nach in sehr, sehr vielen Firmen eher stiefmütterlich behandelt wird, um es mal so auszudrücken. User Rights Management heißt in diesem Fall auch ein Administrator muss nicht per se alles können. Es muss nicht jeder Admin-Account von jedem Admin immer im Unternehmen alles können. Beispielsweise reicht es ja dem Angreifer an, also im Zweifelsfall sonst einen Admin-Account zu übernehmen. Und er kann munter zum Beispiel Services abschalten, unter anderem Services von Sicherheitssoftware. Dementsprechend würde ich dort dazu empfehlen, ein wirklich ausgereiftes User Rights Management einzusetzen und auch vor allem normalen Benutzern geben Sie denen keine Admin-Rechte. Wenn die für spezielle Prozesse, für spezielle Applikationen irgendwelche Rechte brauchen, die mehr oder weniger in die Admin-Region gehen, dann geben Sie diese speziellen Rechte für diesen speziellen Zweck. Das ist mit dem AD-Umfeld, mit Active Directory, mit Group Policies möglich. Das sollten Sie auch tun. Das verhindert zwar nicht den Angriff, es erschwert den Angriff aber immens. Dann Detection and Response. Ich habe jetzt hier Endpoint Detection and Response stehen in Klammern XDR. Natürlich auch eine Managed Detection and Response Lösung. Es ist in dem Fall relativ egal, was Sie von beiden einsetzen. Wichtig ist, machen Sie in diese Richtung was. Das kann das Ding sein, was den Unterschied zwischen ich bin gehackt und habe alles verschlüsselt und es hat jemand versucht, mich zu hacken. Ich habe es aber rechtzeitig erkannt und konnte was unternehmen. Dementsprechend dort bitte aktiv werden, macht sehr viel Sinn. Werden wir im Beispiel gleich auch nochmal sehen. Da war es leider dann nicht der Fall, dass was im Einsatz war.
Ganz wichtig auch Software up to date halten. Hängt so ein bisschen mit dem Schwachstellenmanagement natürlich zusammen. Ist es aber ganz wichtig, dass Sie die lokalen Systeme, die Software natürlich up to date haben. Ich sage mal, Windows-Updates einmal im halben Jahr oder einmal im Jahr aufspielen, ist nicht die intelligenteste Idee, wenn es darum geht, sein System natürlich auch vor Angreifern zu schützen. Speziell natürlich Systeme, die auch von außen erreichbar sind, die sollten immer voll durchgepatcht sein. Und ganz, ganz wichtig, alle Systeme mit Schutzmechanismen ausstatten, sprich Endpoint Protection, wenn man es hat, Detection and Response Clients. Es ist hier relativ simpel. Ein System nicht geschützt reicht aus und der Angreifer kommt durch. Werde ich aber auch gleich nochmal darauf eingehen im Beispiel. Da ist auch genau das eins der Probleme gewesen. Und eine sinnvolle Backup-Strategie sollten Sie entwickeln. Sinnvoll heißt, speichern Sie das nicht im selben Netzwerk. Wenn der Angreifer auch das Ding verschlüsseln kann, haben Sie mit dem Backup nicht viel erreicht. Vor allem aber gehen Sie davon aus, dass Sie im Zweifelsfall mindestens ein halbes Jahr zurückgehen können müssen. Ein Angreifer ist im Schnitt 100 bis 200 Tage in Ihrem System, bevor Sie den Angriff bemerken, bevor dieser quasi die Verschlüsselung startet und Sie kriegen den netten Screen, der Sie um ein bisschen Geld bittet. Dementsprechend sollte das sinnvoll gestaltet sein. Da haben sehr, sehr viele Kollegen im Backup-Umfeld, im Software, Backup-Software-Umfeld gute Lösungen, die Sie dort einsetzen können, die dann auch wirklich helfen. Und was auch zuletzt ganz, ganz wichtig ist, Cybersecurity-Schulung, Sensibilisierung der Mitarbeiter. Sie müssen oder Sie können nicht technisch verhindern, dass Benutzer überhaupt keinen Mist machen oder kaum verhindern. Dementsprechend ist es sehr, sehr sinnvoll, auch die Mitarbeiter zu sensibilisieren. Hey, dieses Thema, das kann wirklich böse enden und das kann auch für dich böse enden, lieber Mitarbeiter, weil im Zweifelsfall, wenn diese Firma pleite geht, bist du auch du arbeitslos. Und wenn man das gut angeht, ohne diesen Belehrungsfaktor an den Tag zu legen, kommt das in der Regel auch an und meiner Erfahrung nach denken die Mitarbeiter dann auch da dran, wenn das regelmäßig gemacht wird. Mensch, muss ich jetzt diesen Anhang öffnen oder ist das gegebenenfalls etwas, was vielleicht böse sein könnte? Und das hilft dann ungemein. Wir nutzen intern zum Beispiel da auch Tools für, wo dann regelmäßig Fake-E-Mails verschickt werden und wir dann darauf reagieren können. Das ist so ein bisschen wie so ein Spiel aufgebaut, dass man dann das meldet, dass man da Punkte sammelt und ähnliches. Da gibt es also sehr viele Möglichkeiten, das zu machen. Man muss da nicht immer einen trockenen Vortrag nur halten, wo alle Mitarbeiter drin sitzen müssen und am Ende haben hat die Hälfte nur die Hälfte mitgekriegt oder überhaupt nicht verstanden. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten ranzugehen. Kommen wir jetzt aber zum wohl interessantesten Punkt, zu unserem Fallbeispiel. Ich habe die Firma hier ACME genannt, frei nach Roadrunner, wo die Firma auch ACME heißt, Akronym für A Company Makes Everything. Also eine Firma, die einfach alles macht. Das Beispiel hier oder die einzelnen Beispiele kommen natürlich von echten Erfahrungen mit echten Firmen. Zum größeren Teil aus einem einzelnen Angriff, den ich vor kurzem begleitet habe. Aber ich denke, das ist nicht so dramatisch. Erstmal, welche Kosten können entstehen bei so einem Angriff? In diesem Fall, bei dem Angriff, um den es hier hauptsächlich mitgeht, wollten natürlich die Angreifer gerne Lösegeld haben. Wie vorhin schon mal erwähnt, in der Regel zwischen 10 und 40% des letzten Jahresumsatzes, was da gefordert wird. Das ist schon böse, das muss man ganz klar sagen. Vor allem, wenn Sie ein produzierendes Unternehmen sind, ein Maschinenbauer oder wie auch immer, dann müssen Sie davon ausgehen, dass 10 bis 40% Ihres Jahresumsatzes nicht Ihr Gewinn ist. Das heißt, das wird in die Miesen gehen für Sie als Unternehmen. Das allerdings würde ich, wie gesagt, nicht empfehlen, überhaupt in Betracht zu ziehen, zu bezahlen. Allerdings kommen noch weitere Kosten, die ich auch schon mal kurz angerissen habe, Kosten für Dienstleister, Forensiker, Sicherheitsspezialisten, Systemhäuser, eventuell Hersteller, wo man noch vielleicht zusätzlichen Support braucht. Natürlich in dem Zuge auch eventuell neue Software und ähnliches, was angeschafft wird, um das natürlich in Zukunft zu vermeiden. Wobei man das im Vorfeld hätte auch schon machen können und hätte dann vielleicht den Angriff direkt verhindern können. Was aber auch ganz, ganz wichtig ist, Produktionsausfälle. Das ist auch mit vielen Kosten und hohen Kosten verbunden. In diesem speziellen Beispiel war es auch so, dass dort der Produktionsausfall, Arbeitsausfall über 6 Wochen ging. 6 Wochen lag ein Maschinenbauer in dem Fall brach. Es ist nichts vorangegangen. Sie können sich vorstellen, dass das schon eine höhere Kostenstelle in dem Moment auch ist.
Weil was ich nicht produzieren kann, kann ich nicht verkaufen. Und in dem Zusammenhang natürlich auch entgangene Aufträge. Die kommen natürlich dann automatisch dazu, weil ich kann ja keinen schlechten Auftrag annehmen, wenn ich nicht mehr weiß, wann ich produzieren kann, um den Auftrag abzudecken. Was ist jetzt genau bei ACMI passiert? Der Angreifer hat erstmal ganz simpel über Social Media einen Benutzer dazu bewegt, Social Engineering, nicht Social Media, Entschuldigung, per E-Mail in dem Fall, dazu bewegt, ein Makro in einer Office-Datei zu aktivieren, um sich so einen Zugriff zu verschaffen. Sie werden das vielleicht von der Emotet-Malware als Beispiel kennen. Die ist so angelegt, dass sie in der Regel zum Beispiel in einem Office-Dokument sich versteckt und dann dem Nutzer sagt, ha, wenn du jetzt aber alles sehen willst, musst du jetzt doch mal auf Erlauben klicken. Wären die Benutzer da richtig gut geschult und würden das dann auch umsetzen, natürlich ganz wichtig, dann wird es vielleicht dazu kommen, dass der Benutzer sagt, Moment mal, nein, da klicke ich jetzt nicht drauf. Und in dem Fall war es leider nicht so, der hat draufgeklickt. Es gab eine sogenannte Fileless-Malware-Attacke in dem Fall, um den Erstzugang zu ermöglichen und die Angreifer waren in dem Moment drin. In diesem speziellen Fall war es auch so, dass der Angreifer gar nicht lange drin war, weil in der Folge hat der Angreifer innerhalb von wenigen Stunden das System ein System gefunden, was ohne Endpoint Protection, ohne irgendwelche Schutzmaßnahmen im Netzwerk stand. Und von dort hat er dann ganz genüsslich angefangen, sämtliche Laufwerke, die über das Netzwerk so erreichbar waren, zu verschlüsseln. Und das war leider einiges. Da ist also richtig viel passiert. Zumal hat er dann noch weitere Attacken natürlich vorbereitet, dass auch noch weiter, dass er sind, dass wenn das System neben lahmgelegt wird, dass es trotzdem weitergeht. Er hat zum Beispiel den Schadcode oder die Schadsoftware, die spezifische auf Drucker speichern, von den Multifunktionsdruckern gelegt. Es war also vorbereitet, dass er weitermachen konnte. In dem Fall mussten auch die Drucker komplett platt gemacht werden, der Speicher. Das wurde dann noch mit dem Hersteller und dem Dienstleister zusammen gemacht, hat aber auch für viel Arbeit gesorgt, zumal die Drucker in der Zeit natürlich auch nicht ans Netz gegangen sind. Die hinzugezogenen IT-Forensiker konnten in dem Fall auch ermitteln, dass der Angreifer auch einen Golden-Ticket-Angriff durchgeführt hat, sprich, man hatte ungehinderten Zugriff auf alle AD-Ressourcen und hätte jederzeit wieder neue Sachen machen können. Es war also schon ein ordentlicher Angriff, der hier für wirklich viele Sorgenfalten auch gesorgt hat und das Unternehmen wirklich an die Leistungsgrenze gebracht hat, zumal die IT rein von der Mitarbeiterzahl in dem Moment schon überfordert war. Man musste also auf Externe setzen, um überhaupt weiterzukommen. Einer dieser Externen war in diesem Fall ich, dass ich für WithSecure vor Ort war und natürlich auch geholfen habe, den Endpoint-Bereich wieder aufzubauen. Man muss dazu sagen, in einem dieser Fälle war es auch so, dass es wirklich wir über Endpoint Detection and Response eine ganze Zeit vorher schon mal gesprochen hatten mit dem Unternehmen. Das Unternehmen aber aus wirtschaftlicher Sicht bzw. auf höherer Ebene in dem Fall gesagt hat, nee, machen wir nicht, das ist uns zu teuer. Im Nachgang muss man sagen, es wäre wahrscheinlich günstiger gewesen, das einfach zu nehmen. Aber nur Endpoint reicht halt gegen einen echten Angriff in der Form nicht aus, gegen einen Hackerangriff. Gut, was wurde jetzt unternommen, nachdem der Angriff erkannt wurde? Das war, wie gesagt, in diesem Fall innerhalb von anderthalb, 2 Tagen der Fall, das dann schon verschlüsselt wurde. Der Kunde hat in diesem Fall erstmal ganz spontan die IT-Infrastruktur komplett offline genommen, was auch der absolut richtige Schritt war. Hat dann kurz intern natürlich analysiert, was ist ungefähr passiert. Das ist natürlich ein Ransomware-Angriff, das konnten sie sehen. Haben dann aber sehr schnell gemerkt, hey, wir brauchen hier weitere Hilfe. Haben die Forensiker angefordert, haben Forensiker auch ins Haus bekommen, haben IT-Security-Profis noch dazu geholt von den eingesetzten Herstellern. Wie gesagt, da war ich dann auch schon involviert in dem Punkt, in dem Moment. Und im Zuge dessen wurden natürlich auch die Datenschutzbehörde und auch das LKA informiert. Datenschutz war jetzt in dem Fall nicht ganz so dramatisch. Datenabfluss konnte nicht entdeckt werden. Und auch bis heute, was jetzt über ein Jahr her ist, muss man dazu sagen, gibt es überhaupt keine Forderungen oder irgendwelche Sachen, die darauf hinweisen, dass Daten abgeflossen sind. Da sieht es also für das Unternehmen noch sehr gut aus. LKA hat es natürlich aufgenommen, Anzeige erstattet, rausgekommen ist dort letzten Endes nichts, muss man leider sagen, aber nichtsdestotrotz, der Versuch ist es immer wert. Ich hatte es vorhin schon mal erwähnt, Produktion ist infolge dieses Angriffs dann auch zum Stillstand gekommen, weil die komplette Infrastruktur IT-technisch brach lag und damit auch Steuerungssystem und Co. nicht mehr funktionierten und dementsprechend
6 Wochen lang Pause bei aller Produktion. Die Forensiker haben, wie gesagt, bei der Analyse dann den nächsten Schritt gewagt, haben dann geguckt, hey, was ist denn mit Backups, die da sind, was ist mit kritischen Systemen, inwiefern sind die betroffen, ist da irgendwas draufgekommen und konnten dann dort auch einige Sachen finden, wo alles okay war, wo man glücklicherweise gerade bei kritischen Systemen mit einem schlechten Backup stand, beziehungsweise mit keiner Backup-Möglichkeit durchaus wieder auf Daten zurückgreifen konnte. Und bis auf wenige kritische und nicht ersetzbare Systeme, wie gerade beschrieben, wurde auch auf Backups verzichtet. Man hat also von vornherein gesagt dann, hey, lass uns doch diese Möglichkeit jetzt nehmen, lass uns die komplette IT-Infrastruktur neu aufbauen. Auch dazu mussten natürlich wieder Dienstleister kommen, die wieder Geld gekostet haben, die aber einen sehr, sehr guten Job gemacht haben, muss man fairerweise auch dazu sagen. Bevor die Arbeit daran begonnen werden konnte, wurde natürlich sich intern auch darauf verständigt, dass mit Blick auf Sicherheit auch neues zu designen, dass man nicht einfach wieder so aufbaut, wie es vorher war, dass man gesagt hat, hey, diese gewachsene Struktur, die ist natürlich nicht perfekt gewesen, aber wir machen es jetzt richtig. Wir wollen jetzt die Sicherheit im Vordergrund auch haben, dass das nicht wieder passieren kann. Im Zuge dessen wurden dann die Forensiker, Security-Hersteller, unter anderem halt wir, und auch die IT-Dienstleister genommen, wo wir gesagt, hey, wie könnt ihr uns helfen, wie könnt ihr uns beraten? Und dann wurde das ja, Designkonzept für die IT-Sicherheit, für die IT-Systeme aufgestellt und dann nach und nach auch umgesetzt im Zuge der ja, Neuinstallation sämtlicher Systeme. Und dann nach 6 Wochen wurden die ersten Produktionslinien wieder hochgefahren, allerdings auch nicht alle. Es hat ein bisschen länger gedauert, bis alles wieder lief. Was ist das Fazit dazu? Grundsätzlich zahlen sie nichts. Sie zahlen im Notfall doppelt. Und wenn das Lösegeld gezahlt wird, sie haben halt überhaupt keine Sicherheit, dass ihre Daten überhaupt wiederbekommen oder da alles wieder sicher ist hinterher. Gehen Sie auch davon aus, dass auch nach einer möglichen Zahlung Ihre Struktur neu aufgebaut werden muss. Ich persönlich würde sagen, ich würde es immer machen nach so einem Angriff. Sie können nicht sicher sein, dass überall alles sauber ist. Oder Sie müssen halt dann entsprechend mit Forensik da rangehen. Und selbst dann haben Sie auch keine hundertprozentige Sicherheit. Sie können aber mit geeigneten Mitteln Ihre IT-Sicherheit von vornherein verbessern. Hier sind neben den Sicherheitslösungen wie Endpoint Protection und Detection and Response vor allem die organisatorischen Maßnahmen, die ich auf dem, bei den präventiven Maßnahmen schon genannt habe, ich sage mal User Rights Management zum Beispiel, eine sehr, sehr gute Option, um das von vornherein etwas schwieriger zumindest zu machen für den Angreifer. XDR oder EDR, Endpoint Detection, MDR, Managed Detection and Response, ist als gemanagte Lösung zwar eine größere Investition, macht aber trotzdem durchaus Sinn. Im Vergleich zu einem erfolgreichen Angriff sind die Kosten nämlich dann doch zu vernachlässigen. Bei dem Beispiel ACME war es zum Beispiel so, dass der Gesamtschaden bei etwa 30 Millionen Euro lag, mit allem drum und dran. Eine sechsstellige Summe hätte die MDR-Lösung gekostet vorher, für mehrere Jahre allerdings. Das heißt, das wäre deutlich günstiger gewesen. Und gemanagt. Das heißt, die Profis aus unserem Security Operations Center oder auch von einem anderen Anbieter von mir aus hätten darauf sicherlich gute Chancen gehabt, das zu entdecken rechtzeitig. Alternativ kann man natürlich auch selbstgemanagte Lösungen, also in unserem Fall das Endpoint Detection and Response, EDR, verwenden. Dazu sollten Sie aber sicherstellen, dass die Administratoren A, die Zeit haben, da auch hinter zu sein. Gegebenenfalls müssen dann halt mehr Mitarbeiter ran. Und sie sollten auch das Fachwissen haben. Das müssen keine voll durchtrainierten Analysten sein, aber sie sollten so viel Fachwissen haben, dass sie die Grundlagen einschätzen können. Im Notfall, so bieten wir es beispielsweise an, gibt es bei uns einen Button, wo man dann das Security Operations Center gegen im übertragenen Sinne Einwurf von Münzen von uns dazu ziehen kann für einzelne Erkennungen und sich dann da auch natürlich weiterhelfen lassen kann von Vollprofis. Das ist kein Problem. Außerdem sollten Sie Ihre IT-Security immer wieder hinterfragen. Neue Systeme und Prozesse sollten immer hinter der Sicherheit anstehen. Also nicht, ich habe hier was Neues, das bringe ich jetzt einfach irgendwie mal mit rein, sondern ich sollte immer das so implementieren, dass es auch sicher ist. Sonst kann das ruckzuck teuer werden, wenn es dann nachher schief geht. Die Sicherheit sollte also immer gewahrt bleiben. Ganz aktuell, ich hatte es vorhin schon mal kurz angesprochen, der Conti-Hack, da ist jetzt Anfang diesen Monats rausgekommen, dass die Angreifer wohl roundabout 40 Terabyte an Daten im August geklaut haben.
Der Angreifer, in dem Fall die Lockbit 3.0-Gruppe, so der offizielle Name, den sie sich gegeben haben, hat also, obwohl Conti gesagt hat, hey, wir haben den Angriff entdeckt, wir haben ihn verhindert, es ist alles gut, haben sie aber trotzdem in der Zeit 40 Terabyte Daten bekommen. Und wir reden von Terabyte, nicht Gigabyte. Wir reden also wirklich von einer riesen Menge an Daten, die jetzt zum Verkauf angeboten werden. Später können Sie auch gerne natürlich da nochmal einen Link von mir bekommen, beziehungsweise bekommen Sie dann mit der E-Mail hinterher, wo zum Beispiel ein Artikel von der Tagesschau dazu verlinkt ist. Da kann man sich auch ein bisschen einlesen, was da genau passiert ist. Vermeintlich war der Conti-Hack halt nicht erfolgreich im August. Vermeintlich, wie man jetzt sieht, 40 Terabyte Daten, und es sieht auch so aus, als wenn das nicht nur Luftschloss ist, sondern dass es wohl wirklich Daten von Conti sind. Gut, so viel einmal zum Überblick, also um die Eingangsfrage nochmal da aufzunehmen. Sie sollten nicht bezahlen. Sie müssen davon ausgehen, dass Sie natürlich die Kosten für die Neugestaltung, für die Verluste und so weiter alle haben. Wollen Sie dann noch zusätzlich nochmal bezahlen? Es macht in den wenigsten Fällen Sinn. Gut, ich bedanke mich vielmals für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie noch Fragen haben, nutzen Sie gerne die Fragenfunktion. Ich stehe gerne bereit, noch auf ein paar Fragen zu antworten. Vielen Dank. Okay, da kommt eine Frage bezüglich des Angriffs bei dem genannten Unternehmen, warum das so schnell ging. Relativ simpel, wir vermuten, und da gibt es auch ein paar Hinweise zu, dass die Angreifergruppe bei dem Kunden in dem Fall gleichzeitig wohl einen ganz, ganz großen geknackt hat und da Zugang hatte. Und dann deswegen haben die das bei diesem Kunden so stark beschleunigt, dass das innerhalb von ja, 1,5, 2 Tagen zur Verschlüsselung schon kam und da hat nicht weiter groß nach Daten gesucht wurde und ähnlichem. Aber gehen Sie davon aus, dass Sie diesen Glücksfall nicht allzu oft wiederholt sehen. Der Angreifer wird in der Regel sich Zeit lassen, weil er hat keinen Grund, sich zu beeilen. Dann habe ich hier noch eine Frage bezüglich Detection and Response Lösung. Ob es nicht ausreicht, nur die wirklich kritischen Systeme damit zu schützen? Nein. Es ist ganz einfach, wie ich es auch bei dem Fallbeispiel hatte. Es reicht ein ungeschütztes System aus, von dem der Angreifer aus dann aktiv wird. Und dementsprechend sollte, um die Sicherheit wirklich gewährleisten zu können mit so einer Lösung, jedes System damit ausgestattet sein. Ansonsten arbeitet er nebenher dran vorbei und dann haben Sie von der Lösung halt nicht wirklich viel. Es gibt da auch viele Beispiele, die im Laufe der Jahre da genauso gearbeitet haben. Und am Ende halt trotzdem die Vollverschlüsselung hatten, einfach weil zu viele ungeschützte Systeme dazwischen waren. Okay, weitere Fragen? So. Okay, werden solche gehackten Daten anonym zurückgekauft, um analysieren zu können, was geklaut wurde? Seltener, weil man meistens doch sehen konnte, wie forensisch nachweisen konnte, was abgeflossen ist. Ich will es aber nicht ausschließen, dass manche Unternehmen das tun. Ich würde dazu nicht raten, denen auch noch die Genugtuung zu geben, damit nochmal Geld zu verdienen. Weitere Frage ist, die Firma ACMI hatte also F-Sicherung-Produkte im Einsatz, aber kein EDR. Genau, es war die Endpoint-Protection im Einsatz, die aber auch nicht vollends durchkonfiguriert war. Es war halt so ein paar Geschichten nicht drin. Beispielsweise die Anwendungssteuerung hätte hier schon helfen können, im Grunde reinzukommen, den initialen Angriff zu unterbinden, indem man gesagt hätte, es darf halt kein PowerShell gestartet werden vom Office-Teil von einem Office-Programm aus. Aber ja, kein EDR leider. Unsere Analysten haben im Nachgang auch das Ganze analysiert. Wir haben Daten vom Kunden netterweise bekommen.
und wir hätten es sicher erkannt. Gut, schicken Sie Background-Info, Details zu den ACMI-Hacks im Nachgang noch raus. Wäre interessant für die IT-Leute bei uns. Jein, also wir geben natürlich keine Details, wir geben diese Präsentation, die können Sie gerne haben, das ist überhaupt kein Problem. Die exakten Infos, dass man irgendwelche Hinweise kriegen könnte, um welches Unternehmen es sich und so weiter handelt, das geben wir natürlich nicht raus. Das ist, glaube ich, aber verständlich. Aber es gibt dann auch ein paar Links noch dabei, ein paar Informationen, wie das alles passiert ist, in der Dokumentation von der Präsentation, die können Sie gerne haben. Dann habe ich hier, können Sie kurz beschreiben, wie XDR funktioniert? Ist das eine Software, die auf dem Gerät läuft? Ja, ist es. XDR oder EDR, MDR, ist mir vollkommen egal. Ist erstmal relativ simpel ausgedrückt, ein relativ einfacher und ich sag mal stupider Client. Der macht nämlich nichts weiter, als komplett stupide alles rauszunehmen, alles rauszuschicken an Events, das im System generiert wird, vom Mausklick hin zum Start von einem Prozess und so weiter. Und genau diese Eventdaten werden dann bei uns im Backend analysiert. Das geht durch eine künstliche Intelligenz, es geht durch eine Big Data-Analyse und durch eine Reputationsanalyse und wird dort quasi dann zusammengestellt, dass auch Events zusammengehörig sind und so weiter. Und daraus werden dann sogenannte Broad Context Detections erstellt. Diese wiederum werden beim gemanagten Service von unserem Security Operations Center, von unseren Profis im SOC nochmal angeschaut und dann wird entschieden, ist das wirklich was, ist das nichts. Weil es kann natürlich auch sein, Sie haben irgendwelche Standard-Softwares, die selbst programmiert sind, die vielleicht nicht ganz sauber programmiert sind, aber nichts Böses tun, aber trotzdem sich verhalten, als könnte es auch eine bösartige Software sein oder ein Angriff sein. Das wird dann quasi von den Kollegen ausgesiebt. Bei der EDR-Variante ist dieser Schritt der, den Sie dann selbst machen würden oder partnerbasiert machen würden. Wie soll man mit alten Maschinen, Rechnern wie XP umgehen? Ja, das ist recht schwierig. XP zu schützen ist der Form nicht mehr möglich, wenn es von den Herstellern, vom Maschinenpark dort keine Möglichkeit gibt, auf aktuelle Systeme umzusteigen, wird man leider mit XP leben müssen. In dem Fall würde ich die komplett isolieren, sprich in ein eigenes Subnetz stecken, was keinerlei Verbindung zum Rest hat. Das wäre das Sinnvollste und dann wirklich dort die Grenze ziehen. Was sollte man machen, wenn man ein System nicht schützen kann? Beispielsweise aktuelle Linux-Version wird nicht unterstützt. Rücksprache am besten mit unserem Support halten, wenn es bei uns jetzt geht, weil es kann sein, dass die nicht auf der Liste steht, wenn Sie aktuelle Linux-Distribution verwenden oder eine neue Version einer ansonsten supporteten Version, einer supporteten Distribution. Es ist durchaus möglich, dass es trotzdem läuft. Es ist nur so, wir können natürlich nicht alle möglichen Distributionen testen, dauerhaft mit jeder neuen Version. Es wird dann nach und nach mit neuen Releases, wird dann der Test gemacht für die neueste Version und dann wird in der Regel, ich sage mal, bei den üblichen Verdächtigen, wenn wir jetzt an SUSE denken, an Red Hat denken, an Ubuntu denken und so weiter, wird dann natürlich der Support nachgereicht, in Anführungszeichen, sprich, das wird in die unterstützte Liste mit aufgenommen. So, dann habe ich noch eine Frage. Was macht das so schwierig, so einen Angriff zu erkennen? Sie sagen ja, dass die Angreifer schon ein halbes Jahr zuvor im Netz waren. Nee, in dem Fall waren sie nicht schon ein halbes Jahr im Netz. In dem Fall geht es schnell. In der Regel ist es so. Das Schwierige ist, solange der Angreifer nichts tut, was sie direkt sehen können, sprich beispielsweise die Verschlüsselung anstößt und sie das schöne Bildchen bekommen. Ah, hier haben Sie meine Wallet-Nummer für Bitcoin, bitte überweisen Sie mir doch mal 40% oder 20% Ihres Jahresumsatzes, damit Sie Ihre Daten wieder kriegen. Sehen Sie ja nicht, dass der was macht. Wenn Sie ein Detection and Response Produkt im Einsatz haben, ist das etwas anderes. Dann sehen Sie ja dieses sogenannte Lateral Movement, also diese Bewegung, die der zwischen den Systemen und auf den Systemen macht, der Angreifer. Die können Sie dann erkennen. Allerdings ohne Detection and Response ist es halt so gut wie unmöglich. Dass da zufällig mal ein Admin über irgendeine Datei, die dann zur Verschlüsselung genutzt wird, nachher stolpert, ist die absolute Ausnahme. Und dass das dann auch noch erkennt, ist nochmal eine ganz andere Frage. Dementsprechend ist es leider so, dass man sagen muss, ohne eine Detection and Response Lösung wird es nahezu unmöglich sein, den Angreifer vor der eigentlichen Ausführung des richtigen Angriffs, Verschlüsselung zum Beispiel, zu entdecken. So schade es ist, es wäre natürlich schön, wenn es anders wäre, aber das ist leider die Realität und deswegen wird man da keine Wahl haben, außer wirklich auf entsprechende Schutzmaßnahmen, Schutzsoftware, in dem Fall Detection Response, zu setzen.
gibt auch einige Mitbewerber, die lassen das unter Advanced Persistent Threat Protection oder ähnlichem laufen. Also es gibt jetzt verschiedene Begrifflichkeiten, die man da verwenden kann. Gemeint ist aber immer dasselbe, das Abwehren oder das Erkennen und dementsprechend auch Abwehren eines Hackerangriffs. Es ist im Übrigen auch so, dass wir beispielsweise in unserer IDR-Lösung, also für die Selbstverwaltung oder Partnerverwaltung, auch einen Baukasten mit drin haben, oder ein Toolset mit drin haben, mit dem Sie auch direkt auf diesen Angreifer reagieren können. Also beispielsweise die Dateien, die er irgendwo abgelegt hat, was Sie dann in den Detections sehen, auch wieder löschen lassen. Das ist also automatisiert dann möglich von einem zentralen Punkt aus. Gut, weitere Fragen sehe ich derzeit nicht. Dann bedanke ich mich vielmals für Ihre Aufmerksamkeit. Sollten doch noch Fragen kommen, Sie können mich auch gerne per E-Mail erreichen. Das ist einfach patrick.hune, Hune geschrieben, @withsecure.com. Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Wiedersehen.